Wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Diese Aussage von Verteidigungsminister Pistorius im November 2023 schockierte die Menschen in Deutschland. Der deutsche Gesundheitsminister möchte das Gesundheitswesen für zukünftige Militärkonflikte rüsten. Der Städte- und Gemeindebund fordert den Bau neuer Bunker und die Bildungsministerin plant, Zivilschutz in Schulen einzuführen. Ähnliche Äußerungen vernimmt man auch aus Großbritannien. So rief der Chef der britischen Armee die Behörden im Januar 2024 auf, sich auf einen Krieg mit Russland vorzubereiten. Wird Westeuropa gerade auf einen heißen Krieg eingestimmt oder dient die geschürte Kriegsangst der Ablenkung der Völker? Ernst Wolf, Journalist, Buchautor und Experte für Wirtschaft, Finanzen und Politik, gab kürzlich ein Interview. Im Gespräch mit dem Autor Sören Schumann beleuchtet er das Thema Krieg einmal aus einer ganz anderen Perspektive. Die nachfolgenden Auszüge aus dem Interview sind eine wichtige Gegenstimme zum momentanen Kriegsgeschrei. Denn nur wer aus der Geschichte lernt, ist nicht dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich würde sagen, kommen wir direkt zum Thema. Wie würdest du die aktuelle Lage der Welt hinsichtlich Krieg bzw. Frieden zusammenfassen? Wo befinden wir uns aktuell? Oh ja, ich glaube, wir befinden uns im Moment in einer wirklich brenzligen Situation. Also ich denke, vor 3 oder 4 Jahren hätte sich niemand vorstellen können, dass es im Jahre 2023 gleich 2 Kriege auf der Welt gibt und 2 mögliche Brandherde, die sich tatsächlich auch weiter über die Länder ausweiten könnten und tatsächlich also auch das Potenzial haben, irgendwann mal zum Weltkrieg zu führen. Also das alles hätte man sich wahrscheinlich vor wenigen Jahren nicht vorstellen können, aber das ist jetzt Realität und damit müssen wir uns abfinden. Aber man muss sehen im Moment, dass das Gefährlichste an dieser ganzen Lage ist, dass von keiner Seite irgendwie versucht wird zu deeskalieren. Also ich sehe im Moment nur, dass von allen Seiten immer mehr Öl ins Feuer geworfen wird und dass also die Gefahren da eigentlich ständig zunehmen. Interessant ist natürlich auch die Rolle von ehemaligen Pazifisten, die sich inzwischen zu wüsten Kriegstreibern entwickelt haben. Also wir dürfen nicht vergessen, wir leben hier in Deutschland mit einer Regierung, an der die Grünen beteiligt sind, die den Wahlkampf noch geführt haben unter der Parole keine Waffen in Kriegsgebiete und die jetzt dafür gesorgt haben, zum Beispiel, dass in das Kriegsgebiet Israel mehr als 10-mal so viel Waffen geliefert werden wie noch vor 1,5 Jahren. Also da hat sich einiges ganz gewaltig im Hintergrund geändert. Und die Zeichen stehen eher meiner Meinung nach auf Sturm. Kriege passieren nie zufällig. Kriege sind immer lange, lange vorbereitet. Das gilt für den Ersten Weltkrieg, das gilt für den Zweiten Weltkrieg, das gilt für alle Kriege seitdem. Die werden lange vorbereitet. Also das ist ja auch ein riesiger logistischer Aufwand, der da betrieben wird. Also ein Krieg passiert nie so, wie er der Öffentlichkeit präsentiert wird, ganz plötzlich von heute auf morgen. Da sind im Hintergrund immer schon Dinge in Bewegung. Und auch bei dem Ukraine-Krieg zum Beispiel hat man ja Wochen vorher schon gemerkt, da waren Truppenbewegungen im Gang. Da wurde alles ganz, ganz sorgfältig vorbereitet. Und das Ganze ist natürlich auch ein Riesengeschäft. Und deswegen müssen die an diesem Geschäft beteiligt sein, natürlich auch rechtzeitig informiert werden. Also die Waffenindustrie muss da rechtzeitig informiert werden, dass demnächst also eine größere Anzahl von Waffen gefordert wird als vorher, weil sehr viele Waffen in so einem Krieg ja sehr schnell vernichtet werden müssen. Und da muss natürlich sehr schnell nachgeliefert werden. Also wichtig ist bei einem Krieg auch diese Umstellung der Wirtschaft von der Friedenswirtschaft auf die Kriegswirtschaft. Auch das muss wieder vorbereitet werden. Also da sind alle möglichen Dinge im Hintergrund, die da gemacht werden, von denen der normale Bürger überhaupt nichts mitbekommt. Aber das Interessante an Kriegen ist ja, Kriege werden heutzutage und wurden in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt, um gewonnen zu werden, sondern Kriege sind nichts anderes als eine Förderung der Rüstungsindustrie. Und die Rüstungsindustrie ist heute voll und ganz in den Händen der IT-Industrie und der großen Finanzkonzerne. Und die haben im Moment Probleme, die machen nicht genügend Gewinne und die machen diese Gewinne jetzt über die Kriege. Wie man es schafft, Völker immer wieder kriegswillig zu machen. Also die Regierungen, die geben den Leuten vor, wir sind gegen die andere Regierung. Also da wird dann einfach ein Feind aufgebaut. Also im Falle der Ukraine hieß es dann plötzlich der große Diktator Putin. Die Ukraine sieht aus wie der David gegen den Goliath Russland. Und der normale Mensch verbündet sich natürlich immer gleich mit dem David und ist sofort gegen den Goliath. Die amerikanische Regierung tut im Moment so, als wenn sie der große Gegner der chinesischen Regierung wäre.
In Wirklichkeit arbeiten die großen amerikanischen IT-Konzerne mit den großen chinesischen IT-Konzernen zusammen. Im Grunde wird im Hintergrund werden da irgendwelche Wirtschaften, Allianzen gefördert. Und den einfachen Leuten auf der Straße wird einfach dieses Bild suggeriert, dass da ein Staat gegen einen anderen Staat kämpft, weil nur auf diese Art und Weise sind die Leute ideologisch dazu zu treiben, an diesen Kriegen tatsächlich auch teilzunehmen und zum Beispiel ihre eigenen Söhne und Töchter dann ins Gefecht zu schicken. Welche Rolle inkompetente und erpressbare Politiker spielen? Also interessant sind zwei Phänomene für mich da. Erstens die Inkompetenz dieser Leute, die sie absolut unfähig macht, irgendwie selber politische Richtlinien vorzugeben. Und zweitens möglicherweise auch noch die Erpressbarkeit. Also wir wissen ja, dass die Leute, die jetzt in bestimmten Positionen platziert werden, dass die mit diesen Positionen nie was zu tun gehabt haben. Also wir wissen ja, wir hatten zum Beispiel Ursula von der Leyen, die Verteidigungsministerin gewesen ist, obwohl sie nie was damit zu tun gehabt hat und keine Ahnung von diesem Job hatte. Wir wissen, dass viele andere Minister eingesetzt werden, gerade im Bereich der grünen Minister. Herr Habeck zum Beispiel hat mal Philologie studiert, ist aber jetzt Wirtschaftsminister und soll also absoluten Wirtschaftsprofis, Leuten, die 40, 50 Jahre in dieser Branche gearbeitet haben, der soll denen jetzt Anweisungen geben und soll für die Gesetze machen. Das ist natürlich völlig absurd. Und dann gibt es aber noch einen Faktor. Einige von diesen Leuten sind offensichtlich auch leicht erpressbar. Also wir müssen uns mal die Geschichte unseres Bundeskanzlers angucken. Unser Bundeskanzler ist tief verstrickt in den Cum-Ex-Skandal, müsste eigentlich vor Gericht sich verantworten wegen des Cum-Ex-Skandals und ist auch tief verstrickt in die Benko-Pleite, in die Tatsache, dass Herrn Benko etwa 500 Millionen an deutschen Steuergeldern mehr oder weniger geschenkt wurden, um angeblich Karstadt Kaufhof zu retten, was nie eine Rettungsaktion gewesen ist. Wir wissen, Karstadt Kaufhof hat in der letzten Woche zum dritten Mal in 4 Jahren Insolvenz beantragt, trotz dieser ganzen Gelder. Also da sind Gelder verschoben worden im Hintergrund, Steuergelder, also Steuergelder, die deutsche Arbeitnehmer erarbeitet haben, in die Taschen von Milliardären gewandert. Und die wichtigsten Katalysatoren dabei waren deutsche Politiker, unter anderem Herr Scholz. Wer die Politik in Wirklichkeit macht. Aber Herr Scholz selber macht ja auch seine Politik nicht. Die macht sein Staatssekretär. Und der Staatssekretär von Herrn Scholz, der wichtigste, ist ein Herr Rolf Kukis. Und der kommt aus den Reihen von Goldman Sachs. Und der größte Aktionär von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock. Interessant ist, was auf parlamentarischer Staatssekretärebene passiert, weil das sind die Leute, die die Politik festlegen. Und die wichtigste parlamentarische Staatssekretärin, zum Beispiel von Herrn Habeck, ist eine Frau Elga Bartsch. Die hat 20 Jahre in der City of London für JP Morgan gearbeitet und hat in der Zeit, bevor sie zu Herrn Habeck gegangen ist, für BlackRock gearbeitet. Und für mich ist das alles, was Herr Habeck tut, nichts anderes als ein Zuarbeiten für BlackRock. Wie es weltweit hinsichtlich erpressbarer Politiker aussieht. Ganz interessant ist ja auch der Hintergrund von Wladimir Selenskyj, der ja praktisch aus dem Nichts aufgetaucht ist als Schauspieler und plötzlich da zum Präsidenten gemacht wurde, der einen großen Förderer im Hintergrund hatte, nämlich einen Milliardär, den Herrn Kolomoyskyj, der schon damals ein Einreiseverbot in die USA hatte wegen Korruption. Also ich denke, dass alleine diese Verbindung zu diesem Milliardär Herrn Selenskyj so erpressbar macht, dass man dem also Anweisungen geben kann, wie man will, dass der sich diesen Anweisungen gar nicht mehr widersetzen kann. Und etwas Ähnliches gilt übrigens ganz interessanterweise für Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu hat in Israel seit Jahren ganz große Probleme mit der Justiz, weil er angeklagt wurde wegen Begünstigung, wegen Korruption und so weiter, wegen Schiebung. Und da laufen mehrere Prozesse gegen ihn. Und damit ist er natürlich auch erpressbar. Und ich denke, das ist gar nicht so schwierig, wenn da irgendeine Kraft im Hintergrund ihm sagt, pass mal auf, wenn du das tust, dann lassen wir dich da juristisch erstmal ein bisschen in Ruhe. Wenn du das nicht tust, was wir von dir verlangen, dann wird es für dich in der Zukunft eng werden. Also all diese Leute sind in irgendeiner Weise erpressbar. Joe Biden in Amerika ist erpressbar wegen seiner Rolle in der Ukraine. Der war ja ein ganz wichtiger Mann in der Ukraine vor wenigen Jahren. Und sein Sohn ist natürlich ganz tief verstrickt in einen Korruptionssumpf in der Ukraine. Und deswegen ist Herr Biden auch erpressbar. Nur das große Problem ist, dass die meisten Leute, wenn sie die USA meinen, ins Weiße Haus gucken und denken, also der Präsident der USA ist der mächtigste Mann der Welt. Das ist absoluter Unsinn. Der mächtigste Mann der Welt im Moment, wenn wir ihn nur mal angucken, das ist ein dementer alter Herr, der offensichtlich nicht mehr weiß, was um ihn herum passiert. Und das zeigt auch ganz deutlich, dass dieser Mann nichts mehr im Griff hat, sondern dass er von anderen Mächten gesteuert wird. Und die Mächte, die ihn steuern, die sitzen auch nicht im Weißen Haus, die sitzen auch nicht in Washington, sondern die Mächte, die ihn steuern, die sitzen auf der einen Seite in der Wall Street, auf der anderen Seite im Silicon Valley.
Also egal, wo wir uns da umgucken, wir finden da immer Leute, ja, auf die man vom Hintergrund aus ganz schön Druck ausüben kann und die man dann in die eine oder die andere Richtung führen kann. Ernst Wolf sieht eine starke, koordinierende Kraft im Hintergrund. Die Gesundheitskrise 2019 bis 2023 hat uns ein Phänomen gezeigt, das vom Mainstream weitgehend verschwiegen wurde. Noch nie in der Geschichte der Nationalstaaten haben fast 200 Regierungen der Welt im Gleichschritt gehandelt. Sie haben Quarantänen und Maskenpflicht eingeführt und die Menschen anschließend zur Impfung gedrängt. Nur sehr wenige Regierungen haben sich widersetzt. Für mich ist das ein Hinweis auf eine sehr starke koordinierende Kraft im Hintergrund. In meinen Augen ist das die Kraft, von der ich seit 3 Jahren spreche. Der digital-finanzielle Komplex. Multipolare Welt oder doch eine Weltherrschaft? Und deswegen wird uns auch dieses neue Märchen auf die Nase gebunden, dass wir auf dem Weg sind in eine multipolare Welt, in der die BRICS-Staaten dann ganz besonders wichtig werden. Das ist der größte Unsinn, der im Moment verbreitet wird. Es wird auch verbreitet, dass der Dollar im Sterben liegt, dass die Vormachtstellung des Dollars zurückgeht. Der Dollar ist noch nie so stark gewesen wie in den letzten 2 Jahren. Und die BRICS-Staaten sind eine Schöpfung des digital-finanziellen Komplexes, um die Leute von der Macht der USA in Wirklichkeit abzulenken. Weil in den BRICS-Staaten wird genau die gleiche Agenda vollzogen, die im Westen vollzogen wird. Also der größte BRICS-Staat ist China. In China wird das digitale Zentralbankgeld vorangetrieben. Da wird die KI immer mächtiger. Da wird mit Drohnen überwacht, mit Gesichtserkennung gearbeitet und so weiter. Da ist inzwischen eine absolut digitale Diktatur errichtet worden. Das Gleiche gilt für Russland. In Russland ist die KI auf dem Vormarsch. In Russland wird in 2 Monaten der digitale Rubel eingeführt. Das ist genau die gleiche Agenda. Also all diese Politiker sind nichts anderes als kleine Marionetten, die dieses Spiel mitspielen, was die Leute von der wirklichen Großmacht im Hintergrund, nämlich dem digital-finanziellen Komplex, ablenken soll. Kriege passieren also nie zufällig. Laut Ernst Wolf haben sie noch nie dem Zweck gedient, Länder von Bedrohung und Unterdrückung zu befreien. So scheint auch die aktuelle Kriegstrommelei dem Ziel zu dienen, die Menschen abermals abzulenken. Abzulenken von dieser alles koordinierenden Kraft im Hintergrund, die mit der Corona-Pandemie gerade mal ein Stück ihrer hässlichen Fratze gezeigt hat. Jetzt ist die Chance, sie ganz zu entlarven. Helfen Sie deshalb mit, diese wichtigen Zusammenhänge zu verbreiten.